Guten Morgen, meine Lieben. Sorry, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, aber ich habe gerade meine Haare geföhnt und ich mache mich jetzt gerade fertig. Schokolade habe ich auch noch am Mund, geil. Denn ich nehme euch heute mit, beziehungsweise nicht nur heute, sondern über die Tage hinweg. Denn ich werde heute operiert. Für die, die mich ja schon länger verfolgen, die wissen, dass ich ziemliche Zahnprobleme hatte. Und ja, die sind immer noch natürlich. Ich bekomme heute drei Weisheitszähne gezogen, einen Backenzahn und 4 Keramikfüllungen an noch anderen Zähnen. Also eine riesengroße Baustelle, sage ich nur. Und ich habe auch tierisch Schiss davor. Denn ich bekomme die Zähne gezogen und das alles gemacht im Dämmerschlaf. Ich bin richtig aufgeregt. Ich hoffe, man merkt da nichts, gell? Ich habe so Schiss vom Zahnarzt, ich glaube es nicht. Deswegen mache ich mich jetzt mal fertig. Ich sehe so geil aus. Meine Nacht war richtig beschissen. Grace konnte irgendwie nicht durchschlafen. Ich weiß nicht warum. Und hat dann angefangen zu heulen und zu schreien. Und vielleicht hat sie auch was Schlechtes geträumt. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall schläft sie jetzt gerade und ich mache mich jetzt gerade fertig, weil ich darf. Also wir haben jetzt heute den 22. und wir haben gerade, ich glaube, 10 Uhr oder so. Und ich darf nur bis 11 Uhr was essen und trinken. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen, weil ich wollte eigentlich so wenig, so spät wie möglich essen, wenn es geht. Umso länger bin ich satt. Deshalb mache ich mich jetzt erst einmal fertig. So, das ist fertig. So schick muss ich da jetzt ja auch nicht aussehen, ne? Dafür, dass ich da nur operiert werde. Deswegen einfach nur so ein bisschen. Auch schminken nur so. Man, das Licht ist richtig bescheuert, aber es tut mir voll leid. Schminken auch nur so ein bisschen Concealer und so. So, jetzt brauche ich noch was zum Anziehen. Ich melde mich natürlich auch direkt nach der OP. Also, ich weiß nicht direkt nach der OP, aber heute noch. Und zeige euch mal so, wie bis dahin es mir geht, falls ich reden kann und so Sachen. Jetzt ziehe ich erstmal noch ein Oberteil an. Ich gehe nämlich in Leggings dahin. Und stelle euch jetzt gerade mal. Oh Leute, ey. Normalerweise hätte ich meinen Termin zur OP heute um 15 Uhr gehabt. Allerdings wird er jetzt vorverlegt auf 13 Uhr. Ich bin gerade dabei, meine ganzen Piercings rauszumachen. Also hier oben das, mein Nasenpiercing. Krass, wie das aussieht, oder? Und jetzt das da ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich das rausbekommen soll. Das ist so schwer. Ich habe das seit einem Jahr drin, gell? Und ich habe das ohne Piercer noch nie rausgemacht. Letztens mein Zahnarzt, ich stelle euch mal gerade hier so hin, der hat es schon versucht rauszumachen, aber das geht nicht und das muss für die OP draußen sein. Ich habe jetzt hier 2 Zangen, ich weiß nicht, ob das sieht so lustig aus, aber ich versuche jetzt, dass ich das irgendwie da rausbekomme. Oh Gott, ich habe es geschafft. Verdammte Scheiße, das tat gerade weh, ey. Oh. So, das ist jetzt schon mal draußen. Was, wie sich das anfühlt. Krass. Das fühlt sich voll komisch an, Leute, ich mein's ernst. So, ich muss jetzt aber schnell ein anderes Piercing mal reinmachen. Hey, meine Lieben. Ja, ich melde mich jetzt mal bei euch. Ich sehe höchst erotisch aus, ich weiß. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal die nackte Wahrheit, so wie es wirklich aussieht. Meine Haare sind nicht gemacht und ich habe die dicksten Hamsterbacken, glaube ich, die im Moment jeder haben kann. Ja, ich habe mir meine Weisheitszähne rausmachen lassen und ihr seht, ich sehe höchst geil aus. Heute ist der Tag nach der OP. Läuft bei mir. Und erzähle euch gerade mal, wie es mir so geht. Also nicht wundern, dass ich so höchst erotisch aussehe. Aber ich kann mir meine Haare nicht waschen und war zwar gestern duschen, aber ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie ihr seht, sehe ich jetzt aus wie ein Hamster. Ich wohne jetzt schon in meinem eigenen Käfig. Nicht Spaß. Ja, also ich wurde an den Weisheitszähnen operiert. Mir wurden hier 3 Weisheitszähne rausgenommen, ein Backenzahn und 4 Keramikfüllungen an 4 Zähnen gemacht.
So sehe ich auch aus. Ich muss sagen, also ich habe das im Dämmerschlaf machen lassen. Es ist jetzt ein Tag nach der OP. Ich habe das im Dämmerschlaf machen lassen. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Die haben noch gemeint, also beziehungsweise ich bin so ein Mensch, ich google vorher alles, was man nicht machen sollte. Sorry, wenn ich so nuschel, aber ich kann meinen Mund nicht so weit aufmachen. Auf jeden Fall haben wir das im Dämmerschlaf gemacht und ich habe vorher gegoogelt, dass man da wohl merken würde, dass wenn die Zähne rausgezogen werden und so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts gemerkt. Ich bin sogar in einem anderen Raum aufgewacht, als ich eigentlich drin lag. Ich weiß zwar nicht, wie die mich darüber gebracht haben, weil ich auf einem anderen Stuhl saß. Ich glaube, die haben mich getragen. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich davon nichts gemerkt. Ich war auch den halben Tag lang war ich betäubt, wirklich komplett. Ich konnte meine Lippe nicht, ich sah aus, als hätte ich, also ich habe mich so gefühlt, als hätte ich ein Botox-Gesicht. Schlucken fällt mir auch schwer. Von den Schmerzen her, ich habe eigentlich keine Schmerzen, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt sehr unangenehm. Ja klar, wenn ich jetzt dran komme, dann tut es schon ein bisschen weh. Ist ja auch dick und langsam wird es sogar blau. Aber Schmerzen habe ich jetzt so an sich keine. Ich kann halt nichts essen. Ich esse halt gerade als Babygläschen. Und ansonsten ja, chill ich halt. Und wie will ich das machen mit meiner Kleinen? Da sind nämlich auch schon ein paar Fragen hochgekommen in Instagram. Also für die mich nicht auf Instagram. Ne? Da ist der Link, da ist der Name. Meine Mutter hat gerade auch eine fette Erkältung, die ich vor einer Woche hatte. Und eigentlich wollte sie komplett 24 Stunden Schicht übernehmen. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen machen wir das gerade so, dass wir uns die Verantwortung und dieses Teilen, quasi das körperlich Anstrengende, kann ich nicht machen, weil sonst geht die Naht auf. Das macht sie dann, aber nachts mache ich dann, dass sie mit mir die Naht schlucken kann und schlafen kann und ich fütter sie nachts. Ja, wir teilen das so auf. Irgendwo geht das schon. Und ja, Grace hat auch, als sie mich gesehen hat, sie hat erstmal angefangen zu lachen. Das fand ich sehr lustig. Und wenn ich sie dann frage, findest du mich hässlich, dann lacht sie sogar laut. Richtig geil. Ja, genau, jetzt macht sie gerade Mittagsschlaf. Seit 3 Stunden, glaube ich. Und ja, ich werde jetzt auch wieder rübergehen, mich auf die Couch legen. Und ich würde einfach mal sagen, ich melde mich entweder heute Abend oder so nochmal bei euch oder morgen dann und zeige euch ein Update. Sieht echt geil aus, gell? Muss man echt mal sagen. Da sagt mal einer, ich würde mich nicht trauen, mich so im YouTube zu zeigen. Hallo. Okay, wir lassen das jetzt. Guten Morgen, meine Lieben. Ich weiß, ihr lacht mich gerade sicher tot darüber, wie ich aussehe. Ich lache nicht. Ja. Ich dachte mir, ich gebe euch mal ein kleines Update. Oh Gott, ich sehe so schlimm aus, ey. Es wird schon langsam blau. Es ist jetzt Sonntag, 2 Tage nach der OP. Und dachte mir, ich gebe euch mal ein Update, wie es mir geht. Also wie ihr seht, bin ich hässlich. ja, Schmerzen habe ich wie immer noch keine. Es ist halt sehr unangenehm. Und das heißt Schmerzen, ja. Also ich vergleiche das immer mit einer Geburt. Eine Geburt ist schlimmer, Leute. Aber es ist halt sehr unangenehm. Wenn man dran kommt, tut es auch ein bisschen weh, ja. Aber es ist eher nicht so wirklich Schmerz. Ich kann auch essen. Also ich habe hier, glaube ich, sogar noch Nudeln dran. Ich habe gerade getagte Nudeln gegessen in so einer 5-Minuten-Terrine. Und machte mir halt im Mund und schluck die halt direkt. Ich kau die halt nicht. Und esse auch Babygläschen und es funktioniert eigentlich ganz gut, weil sonst kommt der Hunger, ey Leute, und das ist echt so schlimm. Voll krass, vor allem ich finde auch meine Poren jetzt voll, also dass das alles so glatt ist, weil es halt so geschwollen ist, gell, das ist voll faszinierend. Auf jeden Fall ist es jetzt halt jetzt schon bunt. Ja, ich würde einfach mal sagen, meine Tochter, die lacht mich immer aus, wenn sie mich sieht. Die feiert es anscheinend richtig. Sie kriegt einen richtigen Lachflash. Ja, sie lacht ja mittlerweile schon laut ab und zu. Und dann, wenn ich dann sage, findest du mich hässlich? Und dann lacht sie. Find sie ganz lustig. Ja, auf jeden Fall, Hamsterbacken sind da. Ja,
Ich würde einfach mal sagen, ich melde mich entweder später oder morgen wieder bei euch für ein neues Update. Dann seht ihr mal, wie das so ist nach einer Weisheitszahn-OP. Nicht schön. Absolut nicht schön. Ja, vor allem morgens, wenn ich aufwache, für die, die das jetzt eklig finden oder so, ist halt alles hier voller Blut und so. Man sieht halt, man sabbert halt im Schlaf. Ja, Leute, man sabbert. Gerade jetzt so, weil ich habe auch noch Schnupfen von der Erkältung und atme dann mit dem offenen Mund. Und dann sabber ich halt natürlich und dann ist hier alles voller Blut und das ist echt nicht lecker. Ja. Naja, auf jeden Fall, das geht dann auch vorüber und ich würde mal sagen, bis dann. Hallo meine Lieben, ich habe mich jetzt tagsüber gar nicht mehr bei euch gemeldet. Aber wir haben jetzt gerade Montag und am Freitag wurde ich operiert und ja, ich wollte euch mal kurz ein Update geben. Hier ist jetzt alles blau, wie ihr sehen könnt, aber ich kann auf jeden Fall essen. Ich habe heute Bueno gegessen und so, also das geht echt voll klar. Es ist halt nur ein bisschen dick und so und halt blau. Aber mal gucken, wie es morgen ist. Also es geht auf jeden Fall schon besser. Ab und zu blutet es noch mal ein bisschen, aber ist noch aushaltbar. Und Schmerzen habe ich so gut wie keine. Ja, natürlich kann ich im Monat nicht ganz weit aufmachen. Ich kann jetzt auch noch keinen Döner essen, aber das sollte demnächst auch wieder gehen. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich mache die nächste Frequenz dann morgen und zeige euch dann, ob es ein bisschen zurückgegangen ist und wie meine blauen Flecken dann aussehen. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute ist Dienstag. Wundert euch nicht an dieser wundervollen Melodie, die daneben dran ist. Grace liegt gerade unter dem Spielebogen und spielt. Ja, wie ihr seht, sehe ich richtig krass aus. Also, es ist komplett blau, also grün jetzt mittlerweile geworden. Allerdings ist die Schwellung schon zurückgegangen, bin ich der Meinung. Und ja, also es geht absolut. Ich habe vorhin schon Schnitzel gegessen. Und ja, ich würde mal sagen, läuft bei mir. Ich sehe richtig aus, als hätte ich mich richtig krass geprügelt mit irgendwem. Voll heftig. Naja, auf jeden Fall, stylisch geht's mir gut und hallo meine Lieben, guten Morgen. Schaut euch das mal bitte an, das ist doch heftig, oder? Hier, ich hoffe, man sieht das richtig gut in der Kamera. Ich sehe aus, als hätte ich mich mit so einer Gang geschlagen. Mega krass einfach. Ja, ich werde jetzt gleich mal meine Mutter fragen, ob wir mal rüber zum Zahnarzt fahren können. Also wie ihr seht, ist die Schwellung schon dermaßen zurückgegangen. Ich bin halt nur richtig grün, aber ich habe halt so eine weiße Schicht auf meine Wunde entdeckt und ich will halt abklären lassen, ob das Eiter ist oder Fibrin. Also es gibt ja wie so Wundschorf halt im Innenmund, im Mundinneren, genau. Ob das, ich meine, ich habe jetzt keinen Mundgeruch oder so, dass man das nach Eiter riecht, das riecht man ja, aber oder dass ich jetzt krasse Schmerzen habe, aber ich spüre halt so einen Druck und das will ich lieber abklären lassen, bevor, wir haben nämlich heute Mittwoch, bevor am Montag meine Zähne gezogen werden, am Montag meine Fäden gezogen werden und das will ich halt vorher noch abklären lassen und ob da auch alles soweit ganz gut aussieht, nicht, dass sich das dann entzündet und dann habe ich noch mehr Reinerei. Komm mal her, sag mal Hallo in die Kamera, Rufus. Rufus, Rufus, guck mal, mein Schatz, tut so mal. Du musst in die Kamera gucken, nicht mich angucken. Ja, das ist Rufus. Ja, ob da halt alles im grünen Bereich liegt. Viel Spaß. ja, will ich mal gucken, ob da alles okay ist. Ich bin richtig lustig. Irgendwie aus, gell? Also ich fühle mich ja höchst erotisch damit. Ja, auf jeden Fall muss ich bis jetzt sagen, echt, es geht voll. Ich habe gestern Schnitzel gegessen. Mal gucken, was ich heute so esse. Ich muss halt echt mal ein bisschen langsam machen. Trotzdem, man merkt es halt schon, gerade wenn man sich um ein Kind kümmern muss, da merkt man erstmal, wie krass anstrengend das ist.
Aber ja, ich würde mal sagen, ich melde mich heute nochmal. Also heute ist ja Mittwoch. Nach dem Zahnarzt, was der gesagt hat, ob da alles auf Paletti aussieht. Ob da alles im grünen Bereich liegt. Guck mal, ich habe wohl das Doppelkinn. Ich hatte, die waren einfach so fett geschwollen, dass ich kein Kinn mehr hatte. Ich sah aus wie Bugs Burgers. Aber jetzt ist es wieder da. Das kam in der Schwangerschaft, das Doppelkinn, und seitdem ist es geblieben. Ja, die Katze spielt wieder mal im Bett. Naja, ich schaue jetzt mal, ob die Grace wach ist. Denn es ist Zeit aufzustehen. Mama will kuscheln. Okay, ich würde mal sagen, bis später. Hey, meine Lieben. Ja, also es ist jetzt mittlerweile schon wieder Abend. Wir haben jetzt schon 7 Uhr. Und ich war noch mal beim Zahnarzt. Und der hat nachgeguckt. Es ist nur so ein Faden gewesen, der irgendwie so ein bisschen die Haut da gereizt hat oder entzündet hat. Und die hat mir dann nochmal Salbe drauf gemacht mit so einer Tupferle. Und jetzt ist es auch schon besser. Also es ist, ich habe jetzt gerade keine Probleme mehr. Ich sehe halt echt schlimmer aus, als es ist. Aber mein neues Motto ist, alles im grünen Bereich. Deswegen, nee, Spaß. Also es ist echt auszuhalten. Ich weiß nicht, es ist halt echt unterschiedlich. Bei jedem ist es anders, aber ich hatte echt nicht so viele Probleme damit. Klar, es ist dick angeschwollen und es ist halt auch blau geworden. Aber ich hatte jetzt keine großartigen Schmerzen. Aber wie gesagt, das ist halt auch bei jedem anders. Deswegen, ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch war. Also falls ihr eure Weisheitszähne entfernt bekommen habt, wie das denn bei euch war. Ob ihr krasse Schmerzen hattet, ab wann ihr essen konntet und so Sachen. Grace ist gerade neben mir, deswegen, die spielt ein bisschen. Ja, da könnt ihr mir ja auf jeden Fall in den Kommentar schreiben. Und apropos, also heute ist ja Mittwoch und ich habe gerade noch das Deutschlandspiel geguckt und Leute, ich will ja jetzt echt nicht makaber klingen oder irgendwie scheiße gegen Deutschland, aber ich finde es richtig gut, dass Deutschland verloren hat. Weil die haben richtig scheiße gespielt. Es ist halt echt so, vor 4 Jahren haben die einfach so krasse Tore gegeben und heute, es kam einfach nichts. Und ich fand es richtig lächerlich und richtig beleidigend für uns eigentlich, dass wir gegen Südkorea einfach verloren haben. Ich gönn's den anderen aber und ich bin mal gespannt, wer Weltmeister wird. Und ich musste so lachen, als wir rausgegangen sind. Also damit hätte, glaube ich, echt niemand gerechnet. Bei der Vorrunde fliegen die letzten Weltmeister quasi raus. Aber ja, da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, das Spiel. Und wie ihr jetzt dazu steht, dass wir verloren haben und wir raus sind. Komplett raus. Das ist richtig lustig. Naja, Grace hat mit mir auch das Spiel geguckt. Und da kann ich ja euch auch mal ein Bild einblenden. Sie war ganz fasziniert vom Fußball. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute ist Donnerstag. Und wie ihr seht, sehe ich immer noch richtig gut aus. Ich mache mich gerade fertig, denn wir gehen dann in die Stadt und gehen noch ein bisschen einkaufen. Ich zeige euch gerade mal mein Outfit of the Day. Also, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, wenn ich fertig bin. Ich werde mich jetzt mal fertig machen und ich dachte mir, ich nehme euch jetzt gerade mal mit einmal im Zeitraffer zum Fertigmachen, damit ihr auch mal ein bisschen Pep ins Video kommt. Ja, deswegen fangen wir einfach mal direkt an.
Hey meine Lieben, also wir waren jetzt gerade einkaufen und waren ein bisschen shoppen und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt mal. So, Stellungswechsel. Also ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich eingekauft habe. Ich war bei H&M und DM. Ja, ich weiß, ich habe erst für 122 Euro bei DM eingekauft, aber da muss man eben eh nochmal hin. Okay, also ich zeige euch jetzt erstmal. Also wir haben ja einmal Schnuller. Nochmal Schnuller. Ich weiß nicht, das ist so, die Grace verliert Schnuller, so wie ich Haargummis. Einen neuen Bronzer, der ist von Catrice. Dann habe ich einmal einen Trinidad Up Nagellack in Matt. Einmal Lippenpflege. Tampons. dann habe ich noch eine Gesichtspflege von Bübchen. Also ich habe eigentlich die Verinosa, aber die gibt es nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt mal die Calendula aus. Probiere ich jetzt mal aus, ob die auch so gut ist. Einmal Wimperntusche. Mein Make-up von Maybelline. Nochmal ein Trended Up Nagellack. Ich wollte jetzt halt mal ein bisschen dezenter, aber gerade für den Sommer ist das doch, ne? Ja. Dann, achso, habe ich noch einmal von Essence ein Puder. Genau, dann fangen wir mal an mit H&M. Also ich habe einmal für die Grace halt so Sommerbody geholt mit Spitze. Dann habe ich einmal so einen Strampler mit Herzchen, aber der ist halt kurzärmlich und kurzbeinlich. Beinlich. Kurzbeinlich, okay. Hier habe ich nochmal so einen Sommerbody, auch mit Spitze. Hier habe ich auch nochmal einen komplett im Weiß. Dann habe ich einmal ein Minnie Mouse T-Shirt geholt. Hier habe ich nochmal, hier ist nochmal so ein in Spitze, so ein Body. Dann habe ich für die Minnie Mouse das passende Höschen dazu. Das ist nett, süß. Und das letzte Stück ist nochmal so ein, das waren dann so Sets, nochmal so ein Strampler in komplett rot. Mit auch kurze Arme, kurze Beinchen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wie ihr seht, ich habe es relativ gut überschminkt, mein wunderschöner grüner Bereich. Aber mal gucken, wie es morgen aussieht. So, meine Lieben, ich denke, ich beende jetzt mal den Vlog. Der ist ein bisschen lang vielleicht. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Wundert euch nicht, ob ich da Zahnpasta habe, aber ich bekomme dort einen Pickel und das tut richtig weh. Und der ist unter der Haut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das tut richtig weh. Mein Nasenflügel ist schon voll angeschwollen. Aber Zahnpasta hilft da ja immer ganz gut. Und ja, auf jeden Fall so richtig real life, ne? Also so ist es halt in echt, ne? Auf jeden Fall, da hinten seht ihr die Kleine, die schaukelt da gerade hin und her. Die schläft nämlich, die ist einfach eingeschlafen. Ich würde jetzt mal sagen, ich beende den. Noch kurzes Fazit zu meinen Weisheitsthemen, was ich jetzt am Ende sagen kann. Also ich fand es jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich sah schlimmer aus, als es wirklich war. Ich konnte essen, heute habe ich Burger gegessen. Ich habe am zweiten Tag habe ich schon Nudeln gegessen und Tortellini und Bueno. Also geht es. Also es ging echt absolut richtig gut. Zum Fäden ziehen kann ich euch dann mal in meinem nächsten Video, was dann online kommen wird, mal sagen, wie das war, weil sonst müsste ich jetzt noch eine Woche warten und das wäre irgendwie ein bisschen doof. Deswegen beende ich jetzt mal den Vlog und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben.